Und weg ist er. Dann können wir ja weiterlaufen. So. Ich muss gestehen, ich mag diesen Grafikstil, der hier verwendet wird. So, wir laufen weiter an der rechten Wand entlang. Das ist... Moment. Vor dem Eingang zum Kommraum, wo die Kommunikationsanlagen des Schiffes untergebracht sind, stehen zwei Sicherheitsbeauftragte Wache. Ich muss auch vorlesen, was da steht, deswegen kurz Pause. So, das ist ja jetzt hier die Wand im Süden. Hier sind also zwei Sicherheitsbeauftragte, das, klar, hier ist alles in die Luft gegangen und jemand drin gestorben, klar wird der Raum bewacht. Ich kann sie mal ansprechen. Ei, gute wie? Gehen Sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Was ist denn passiert? Sie steht hier doch nicht zum Vergnügen rum. Sie haben sicher von dem Unfall des Inspektors mit der Oversea-Com-Anlage gehört. Der Kommraum ist bis auf Weiteres gesperrt. Okay. Dann mal weiter. Da können wir nicht rein. Ich kann nochmal hier gucken. Nein, das ist nur anschauen. So, bin einfach neugierig. Die meisten hier. Das ist wieder eine Person mit Namen Akira Mitsamati. Hallo Driscoll, wie steht's? Bald haben wir ein Nugget erreicht. Dann hat für mich die volle Zeit ein Ende. Wieso? Was ist denn dein Job? Ich bin Maschinenführer. Ich fahre gerade Tests über die Einsatzfähigkeit der Abbauanlagen. Oh, was kannst du mir denn über die Abbauanlagen sagen? Nun, zuerst werden die mitgebrachten Systeme genügend Erze abbauen, um eine Fertigung für weitere Robotersysteme zu errichten. Dann entsteht ein selbstlaufender Prozess, bei dem immer mehr überschüssiges Erz abfällt, das wir mit den billigen Containern nach Hause ballern. Das war der falsche Button. Und was kannst du mir über Nuggets sagen? Wenn sich auch nur die Hälfte der Daten bestätigt, die die Sonde über unser Ziel durchgegeben hat, kann sich jeder von seiner Prämie die Zulassung für ein Indie leisten. Die Rohstoffmenge muss fast so hoch wie auf Yoshi sein. Was die genauen Daten angeht, weiß Hofstedt wohl am besten darüber Bescheid. Was kannst du mir über die Roboter sagen? Und die neuen Modelle sind riesig mit integrierten Selbstreparaturkreisen. Sind unverwüstlich, die Dinger. Und Yoshi? Der grüne Planet. Jedenfalls früher mal. Zum Glück weisen die Daten über Nugget eine Wüstenwelt aus. Wir müssen zumindest nicht das Gejammer anhören wie bei diesen Schlappohren von Yoshi. Außerdem bin ich zwar wirklich kein Envy, aber einen blühenden Planeten wie Yoshi umzugraben wäre dann doch nicht mein Ding. Also hier einige Abkürzungen verwendet. Envy, Environmentalist. Wir würden wahrscheinlich Öko sagen. Schlappohren? Ja, du hast schon irgendwie recht. Sie waren immerhin neben den Heuker die einzigen intelligenten Wesen, die entdeckt wurden. Aber sogar die Eierköpfe von der Regierung meinten, dass die Schlappohren schon am Ende ihrer Entwicklung angelangt waren. Irgendwie dekadent. Trotzdem schade, dass sie sich diese Krankheit gefangen haben. Sie waren eh nur noch ein paar tausend. Aber wenn man bedenkt, dass eine ganze Rasse stirbt und nichts mehr bleibt... Naja, zumindest die Heuker leben ja noch. Ja, da haben die Menschen einiges kaputt gemacht. Diesen Teil der Lore kannte ich übrigens selbst noch nicht. Was kannst du mir eigentlich über die Regierung erzählen? Ich denke, die Regierung schauen uns deshalb so genau auf die Finger, weil die immer noch nicht die Tatsache verkraftet haben, dass die Konzerne die Raumfahrt beherrschen. Bei DDT gibt's ja schon genug Schreibkram, aber diese Regierungsbürokraten wären doch nie in der Lage, ein Schiff wie die Toronto zu bauen, selbst wenn sie das Geld dazu hätten. Das erinnert mich gerade an SpaceX. Sehr interessant. Das Spiel ist jetzt fast 30 Jahre alt. Wow. Was kannst du mir eigentlich, ja? Der hat scheinbar neue Informationen über die Toronto. Was kannst du mir die Toronto sagen? Nein, das ist tatsächlich der gleiche Text. Das ist schade. Ich hätte jetzt erwartet, dass das, übergreifend ist. Bei Morrowind ist das ja so. Was kannst du mir über Indie sagen? Stell dir vor, mit einem Individualflitzer rumsausen. Wie so ein reicher Sack. Okay. Was sind da eigentlich die Heuker? Die Siedler sind vielleicht ein wenig ruppig mit den Ureinwohnern Gaias umgesprungen. Naja, es ist schließlich die einzig bisher entdeckte Welt, auf der Menschen dauerhaft leben können. Die Heuker haben ja ihre Reservate zugewiesen bekommen. Also im Endeffekt ähnliche Geschichte wie mit den Ureinwohnern Amerikas. Wenn man auch bedenkt, die Decken, die angeblich die Ureinwohner bekommen haben, das ist ja so ein, so wie ich das verstanden habe, tatsächlich mittlerweile umstritten, ob das wirklich so passiert ist. Dann passt das auch mit dieser Krankheit, die diese Schlappohren bekommen haben.
Da kann man mal googeln und gucken. Wie gesagt, das ist scheinbar, so wie ich es verstanden habe, nicht bewiesen, dass das so war. Aber das ist halt so mindestens eine Urban Legend, dass die amerikanischen Ureinwohner mit Decken von kranken Leuten, also die haben diese Decken geschenkt bekommen, damit sie auch erkranken, und die kannten diese Krankheit nicht. Also ihr Körper konnte mit der Krankheit nicht umgehen, weil das war halt eine Krankheit, die aus Europa mitgebracht waren, und dann sind die halt elendig zugrunde gegangen. Das war dann Absicht, um die loszuwerden, quasi. Also dass tatsächlich da europäische Krankheiten da ganze Stämme dezimiert haben, das will ich gar nicht mal absprechen. Dass das Menschen mit Absicht gemacht haben, kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, weil wir Menschen sind leider so. Aber wie gesagt, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es umstritten, ob das wirklich so passiert ist. Es ist aber wirklich 100% denkbar, also ganz ehrlich. Was weißt du noch was über die DDT? Nein, das ist der gleiche Text. Weißt du noch was über Hofstädt? Tja, nun ist er der einzige Offizielle an Bord. Eigentlich ist der Typ für einen Eierkopf ganz in Ordnung. Kritisiert allerdings gerne an der Firma herum, wenn man länger mit ihm spricht. Ach, was soll's. Sind ja auch keine Engel, die Sesselfurze in den oberen Etagen. Was ist eigentlich mit dem Erz? Oh, da soll's alle möglichen Sorten von auf Nugget geben. Und was ist mit den Envies? Hast du das Neueste von den Environmentalists gehört? Der radikale Flügel hat die letzte Galapagos-Insel mit einem Minengürtel umgeben. Sind 3 peruanische Militärboote bei draufgegangen. Die gemäßigten Envies sind am Toben. Jetzt dürfen sie es erstmal schwer haben, uns noch mehr Auflagen reinzudrücken. Das war von der Betonung her scheiße. Naja, wurscht. Und die Daten? Oh, die Daten versprechen einen Planeten, der Rohstoffe in genügend Konzentration enthält, sodass sich der Einsatz von diesem Riesenkasten hier lohnt. Im HQ dürften die Korn geknallt haben, als die Ergebnisse der Sonde hereingekommen sind. Bin mal gespannt, wie es auf Nugget aussieht. Allzu aufregend wird's wohl nicht. Es soll sich um eine furztrockene Wüstenwelt handeln, mit nicht mal genügend Sauerstoff zum freien Atmen. Keine Giftstoffe in der Atmosphäre allerdings. Kein Leben, außer vielleicht ein paar einfachen Pflanzen. Ist eine ganze Ecke kleiner als die Erde, aber durch die schweren Elemente können wir trotzdem um die 0,8G Schwerkraft erwarten. Ist ein guter Wert, schont das Material. Und was kannst du mir über das Hauptquartier sagen? Oh, die Jungs im HQ Osaka wird es überhaupt nicht freuen, dass wir keinen Kontakt mehr aufrechterhalten können. Wenn diese ganze Oversea-Technik nur nicht so schweineteuer wäre, hätten die bestimmt eine zweite Kommandanlage eingebaut. Schätze, wir müssen Nachrichten übermitteln, wenn die ersten Erzcontainer nach Hause gehen. Vielleicht schicken sie uns dann die benötigten Ersatzteile. Was kannst du mir eigentlich über Oversea sagen? Was meinst du, die Kommandanlage oder den Antrieb? Das kommt natürlich. Ich habe gehört, dass das da ziemlich geknallt haben soll. Muss eine ganz schöne Sauerei gegeben haben. Was muss Snoopy auch während des Sprungs an der Kommandanlage herumfummeln? Beunruhigend ist nur, dass wir erstmal keinen Kontakt mehr zum HQ haben. Was ist dann... Du hast eben die Kommandanlage erwähnt. Jetzt ist das Oversea, also das Gelbe ist immer oben. Die Oversea hier unten. Was ist denn mit dem Antrieb? Hat wieder gut funktioniert, der Oversea. Wenn man bedenkt, dass immer noch gerade mal eine Handvoll Leute wirklich versteht, wie das Ding funktioniert. Damit ist gemeint, mit Oversea ist gemeint, über C, und C ist die Konstante, ist das Symbol für die Konstante der Lichtgeschwindigkeit. Sprich, es ist ein Antrieb, der mit Überlichtgeschwindigkeit fliegt, und auch Kommunikation, die mit Überlichtgeschwindigkeit funktioniert. Ich hatte jetzt erwartet, dass er das hier erklärt. Was kannst du mir über Snoopy erzählen? Der Regierungsinspektor? Er hat seinen Kontrolljob ziemlich ernst genommen. Er ist ja dem Captain ein paar Mal ziemlich auf die Pelle gerückt, hört man. Der Typ, der ihn entdeckt hat, sagte, er hat ihn unter den explodierten Korn-Konsole gefunden. Und auf dem Sitz. Und ein bisschen im Nachbarraum. Was kannst du mir den Captain sagen? Skipper Brand macht einen guten Job, denke ich. Auch wenn er ein bisschen, kontaktscheu ist. Man sieht ihn selten außerhalb der Dienstzeiten. Er spricht ja mehr mit der AI als mit der Besatzung. So, das ist der gleiche Text. Und jetzt geht das hier mit den gleichen Sachen weiter. Das ist schade, dass sich das Spiel nicht mehr das merkt, dass man das schon mal gehört hat. Hinter der unteren Tür ist der Raum, in dem Joe, ein alter Freund Toms, gerade arbeitet. Hey Joe! Hey Joe! Was machst du mit der Knarre in der Hand? Hallo, mein Alter! Willst du mich wohl von der Arbeit abhalten, ha?
Gute Idee. Grüß dich, Joe. Hast du die Securities im Nachbarraum gesehen? Ja, sie sperren den Zugang zum Kommraum ab. Arrogante Typen. Das stimmt. Du weißt, ich war schon immer ein bisschen neugierig. Würde zu gern mal einen Blick auf den Schrott im Kommraum werfen. Mhm. Ich wüsste, wie wir diese Geheimniskrämer linken. Ich könnte dir einen Zugang zum Service Deck zeigen. Dort müsstest du die Typen unterlaufen können und in den Kommraum kommen. Wie sieht's aus? Gute Idee, schieß los. Okay, pass auf. Die Wandpanels mit den grünen Lichtketten verkleiden Zugänge zum Service Deck. Du findest einen dieser Zugänge rechts oben in dem Raum nördlich von diesem hier. Der Code, den du bei den Dingern eingeben musst, lautet für dieses Deck 1042. Dahinter findest du eine Leiter nach unten und du kannst dir dann einen Weg bis zum Serviceaufgang in den Com-Bereich suchen. Okay, das ist eine andere Begrüßung, deswegen lasse ich es bleiben. Was kannst du mir über das Service-Deck erzählen? Das Service-Deck liegt unterhalb des Hauptdecks, wo wir uns gerade befinden. Es gibt Zugang zu den Einrichtungen des Schiffs und wird hauptsächlich von Service-Robotern benutzt und von uns Technikern, wenn die Kübel mit etwas nicht zurechtkommen. Du musst dich darauf einstellen, dass es dort unten hauptsächlich für die Robots eingerichtet wurde. Es gibt eine Menge Bodenschaltplatten und ähnlichen Schnickschnack, der die Schleusen steuert. Schau dich dort unten genau nach Schaltern um, wenn du mal nicht weiterkommst. Dir ist ja kein Brot auf den Kopf gefallen. Ah, bitte, da haben wir das auch schon geklärt. Dann wollen wir uns doch mal zum Service-Deck machen. Denn was ich weiß, ist, hier kann man, wenn man es geschickt anstellt, schon ein kleines Goodie finden. Und das hier ist, das hier müsste der Zugangsraum sein. Wie gesagt, der Raum oben. Und da ist er, genau. Und also geben wir den Öffnungscode ein. Öffnungscode eingeben! Und ja, wir geben den Öffnungscode hier mit so einem Schieberegler ein. Das war damals noch. Ja. Aber ich kann hier gedrückt halten und dann nudelt das so ein bisschen durch. Und es war 1042 oder 1047 jetzt. Ja, 42 war es. So. Und dann können wir jetzt einfach in diese Tür reinlaufen und plopp steigen wir in die Service-Ebene hinab. Und jetzt wechselt das Spiel in einen 3D-Modus. Das war in diesem Spiel, ja, es war also 95 jetzt nicht so das super geile Ding, aber das war schon ziemlich cool, dass man hier einen 3D-Modus hatte. Und jetzt kann ich hier mit den Pfeiltasten mich drehen, ich kann hier auch mich so drehen, ich kann mich hier um 90 Grad drehen, ich kann mich hier um 180 Grad drehen und auf, war das auf der Seite? Nee, dann mache ich das lieber mit der Tastatur. Ich kann Bild nach unten, kann ich nach unten gucken und nach oben gucken. Das ist so Doom-mäßig von der 3D, vom 3D. Es ist tatsächlich auch wirklich so, das ist nämlich eigentlich sind das 2D-Flächen, die immer in meine Richtung zeigen. Sogenannte Billboards. Ziemlich simple Technik. Kann man auch mal gucken. So, aber hier sehen wir jetzt schon mal, hier ist einfach eine Tür. Übrigens, jetzt ist das Auswahlding, wenn ich rechte Maustaste drücke, ist jetzt ein Zielkreuz. Damit kann ich also direkt etwas in der 3D an sich auswählen und ich kann eine Übersichtskarte öffnen. Die sieht man jetzt hier. Das heißt, in der 3D-Ansicht wird jetzt automatisch eine Übersichtskarte generiert. So, dann gehen wir mal nach vorne. Beim Betreten der Bodenplatte vor der Tür leuchtet diese auf. Gleichzeitig öffnet sich die Tür. Das ist die Platte. So. Und dann gucken wir mal weiter. Hier ist also noch eine Tür. Und da ist, was ich nicht kann, ist tatsächlich seitwärts. Doch, hier, so kann ich seitwärts laufen mit der Maus. Mit der Tastatur weiß ich tatsächlich gerade nicht, welche Taste das ist. Gut, hier leuchtet die Bodenplatte auf. Ich probiere mal die Maussteuerung. Ich habe früher mir die Tastatur genommen. Ja, genau, weil ich da so hin und her wackel. So ein Besoffener. So, okay, also scheinbar sind einfach in allen vier Ecken. Genau, in allen vier Ecken. Da wusste ich nicht mehr 100%. Ich weiß, dass sie die Plattenrätsel... So, hier ist es zum Beispiel so, dass... Wenn ich jetzt auf die Platte steige, die Tür zugehen wird. Ich führe das mal eben vor. Ja, die Platte geht also. Und da muss ich hier einen Schalter finden, den ich drücke. Und wahrscheinlich noch einen zweiten. Ich hatte nur im Kopf, dass man hier Schalter drücken muss. Genau. Zack, jetzt hat man die Tür gehört. Und jetzt ist die Schaltung invertiert. Nee, jetzt ist die Platte ausgeschaltet. Okay. So, das hier sind Bodenplatten, mit denen ich eindeutig nicht interagieren kann, wie man sieht. Ja, das rhythmische Blinken der Bodenplatten deutet wohl auf eine besondere Funktion hin. Und zwar ist das ziemlich simpel. Diese Bodenplatten hier werden von... warten wir mal eben ein bisschen. Von... Na komm. Diesen Robotern hier gesteuert.
Also tritt er auf die eine Platte, geht die Tür auf, geht auf die andere Platte, geht er zu. Und wir können da gar nichts machen. Wir müssen diesen Robotern jetzt einfach folgen. So. Dann gucken wir uns mal hier kurz um. Da scheint nichts zu sein. Okay. Also einmal durch die nächste Tür. Wieder umgucken. Hier ist ein Knopf. Den drücken wir am besten gleich auch mal. Und da kam ein Geräusch von rechts aus einiger Entfernung. Knöpfe sind zum Drücken da und ich weiß, dass wir den drücken müssen, um diese Tür hier zu öffnen. Ah, hier geht es wieder einmal im Kreis. Wenn wir jetzt auf die Übersichtskarte gucken, sehen wir, wir sind hier im Kreis gegangen. Und die Roboter öffnen einfach diese Türen. Und hier war der Schalter für diese hier. So. Durch die wir jetzt durchgehen. So, jetzt befinden wir uns hier wieder. Ich mache mal hier mal. So. Ja, also einmal Übersichtskarte an. Sind wir hier, dann haben wir hier eine Tür. Das ist kein Öffnungsmechanismus zu erkennen. Doch, da ist er doch, der Knopf. So. Und an der nördlichen Wand befindet sich ein Wandschrank. Natürlich weiß man hier nicht, wo Norden ist. Muss wohl in diese Richtung sein. Okay, ein Wandschrank. Gucken wir mal rein. Der ist leer. Okay, können wir Sachen reintun? Na, wollen wir nicht. Wollen wir nicht, brauchen wir jetzt nicht. Auch eine Sache ist, dass dieses Spiel hier komplett in Feldern arbeitet. Das heißt, hier in diesem Feld ist eine Wand mit Schalter und diese Wand hat jetzt in jede der vier Richtungen einen Schalter. Also dieser Block hier ist einfach Wand mit Schalter und dann kann ich hier drücken und jetzt ist der Rückweg versperrt. So. Und zwar, wenn wir den Schalter auf der anderen Seite dieser Tür drücken, dann geht die auf und die hier zu. Und wenn wir den Schalter drücken, geht die auf und die andere zu. Ja? Wir werden jetzt gleich merken, eben einen besonderen Gegenstand bekommen, den wir nicht so einfach weitertragen können. Und der Trick ist, man muss ihn hier verstecken, also hier reintun. Dann geht man raus, dann kommt man wieder, öffnet diese Tür, kann in den Wandschrank und läuft einfach den ganzen Weg wieder zurück, anstatt hier rum rauszugehen. Das ist im Endeffekt der Trick, den man machen muss. So, dann haben wir hier. Gehen wir hier nochmal eben kurz. Einfach um die Karte fertig zu rendern. So. Haben wir hier nochmal ein Panel. Da ist nochmal nichts. Hier sieht man das nochmal mit dem. Ne? Das Panel ist auf allen vier Seiten von diesem Teil. Hier ist das Panel. Und das ist halt hier von allen drei Seiten sichtbar. Das wäre hier oben auch sichtbar. So, jetzt gehen wir nochmal die 1024 ein. 1027. 42. So, 42. Und dann sehen wir hier, das ist ein Raum, der sieht genauso aus wie der, wo wir kamen. Ich weiß nicht, was der Radius ist für die Karte. Ich bin eben jemand, der gerne die Karten voll zeichnen lässt, wenn es eine Automap gibt. Aber wenn wir jetzt da reinlaufen, landen wir im Com-Raum. Und Tom sieht sich vorsichtig um, aber niemand ist hier. In der Luft hängt der Geruch nach verschmorter Elektronik. In den Schrank. In den Schrank gucken. Schrank. Kein Schrank. Der Schrank ist kein Schrank. Okay. So, das Zeug auf dem Tisch interessiert mich nicht. Dann gucken wir mal uns die Kommandolage an. Das ist nicht die Kommandolage, das ist ein Sessel. Gut, jetzt aber mächtig Bumm gemacht. Und man hat Teile im Nebenraum gefunden. Das sieht man natürlich jetzt hier nichts von. Kein Loch in den Nebenraum oder so. Aber schauen wir uns mal die Kommandolage an. Das sind also die Überreste der Kommandolage. Die Explosion muss in der Tat verheerend gewesen sein. Tom will sich gerade abwenden, da fällt sein Blick auf einen Gegenstand, der unter der zerstörten Konsole liegt. Es ist eine Waffe. Wie um alles in der Welt kommt die Kanone hierher? Außer für Sekius sind Waffen an Bord strengstens verboten. Ein interessanter Fund jedenfalls. So, das ist übrigens die stärkste Waffe im ganzen Spiel. So, und natürlich, so, begrenzte Munition, 8 Schuss haben wir. So, wenn ich jetzt hier einfach, geh einfach mal her und speichere. Ja, das möchte ich überschreiben und in das Ding, let's play. Wenn ich jetzt einfach rausgehe, dann ist ja offensichtlich, dass ich die Knarre abgenommen bekomme. Ich mache das jetzt einfach mal, um das zu demonstrieren. Ich kann hier nicht nach links und nach rechts, hier unten bei den Sekius kann ich raus. So, das kriege ich weg, weil das haben wir gleich nochmal. Und jetzt findet er die Waffe. Eine Waffe! Driscoll, sind Sie wahnsinnig! Das wird Folgen für Ihre Personalakte haben, darauf können Sie sich verlassen. Verziehen Sie sich, Sie werden von uns hören. Colonel Priver hat die Waffe konfisziert.
So, jetzt haben wir sie nicht mehr. Was ich aber machen kann, ist, ich kann laden. Let's play. Gucken wir uns nochmal weiter, weil ich glaube, hier war nochmal ein zweiter Satz Munition irgendwo. Nee, Stim Drinks. Es kann sein, dass der zweite Satz Munition in dem Container ist, den ich am Suchen war. Kann sein, dass der Container im Shuttle-Hangar ist. So, und der Trick, wie gesagt, ist, wir gehen jetzt in den Servicebereich zurück. Jetzt können wir in den Raum mit dem Wandschrank, aber nicht weiter. So, das war dann hier irgendwo. Ich weiß, ich laufe immer noch wie Besoffene. Können aber jetzt das Ding in den Wandschrank legen. So, wenn ich jetzt von der anderen Seite dieser Schleuse hier wieder an den Schrank drankomme, habe ich die Sekius gelinkt und die Waffe gehört mir. Und es gab tatsächlich Erfahrungspunkte, wodurch wir Stufe 5 erreicht haben. Mit all dem typischen Gelaber, was dazu gehört, von wegen Lebenspunkte, Angriffspunkte und so weiter. Nee. Jetzt gehen wir hier raus und dann lese ich den Kram von den Sekius vor, weil das ist, bis auf das, was ich eben gelesen habe, das gleiche. Gesichtern der Sicherheitsoffiziere ist erst Verblüffung, dann Zorn zu sehen, als sie jemanden aus dem von ihm bewachten Bereich spazieren sehen. Bleiben Sie stehen, Driscoll! Wie kommen Sie in den abgesperrten Bereich? Rühren Sie sich nicht! Wir werden eine Leibesvisitation durchführen! Colonel Private tastet Tom ab. In Ordnung, Sie können gehen. Aber das wird Folgen für Ihre Personalakte haben, das kann ich Ihnen versprechen. Nun gut, aber wir haben die Waffe. Also, noch nicht, aber gleich. So, jetzt sind wieder alle Türen zu. Die gehen also zu, wenn man den Gebiet verlässt. Auch lustig. So, wie man hier unten sieht, ist unser Lebenspunktebalken nicht mehr voll, weil wir haben zwar eine maximale Lebenspunkte dazu bekommen, aber keine akuten Lebenspunkte. So, und jetzt wissen wir, wir müssen einfach durch die Tür gehen, wo der kommt. Und dann müssten wir, genau, jetzt müssten wir schon da sein, wo es zum Wandschrank geht. Da kann man also ein bisschen, wenn man weiß, wo man lang muss, ein bisschen abkürzen. Jetzt machen wir also wieder die Tür zum Wandschrank auf. Der Schalter, der von innen gefehlt hat. Und holen uns die Waffe zurück. Ich will was ausprobieren. Doppelklick? Ja, Doppelklick nimmt alles. Okay. So, tatsächlich will ich gucken, wie weit ich komme, ohne diese Waffe zu verwenden. Mist, dann war man zu langsam. Müssen wir auf den nächsten Roboter warten. Ja. Und da kommt er schon gemächlich, gemütlich angetuckert. Das ist ein Service-Roboter, der einer unbekannten Aufgabe nachgeht. Um genau zu sein, fahren die hier einfach im Kreis. Die Aufgabe ist für mich, die Tür aufzumachen. Die Aufgabe ist, das Rätsel zu sein, aber gut, also. Hier sieht man wieder mich, der nicht weiß, wo ich lang muss. Da muss ich lang. So, dann haben wir das. Dann gucken wir mal weiter. Jetzt haben wir eigentlich die Sekius gelinkt. Gucken wir mal, ob es hier noch weitergeht. Nein, das war's schon. Dann waren wir also in dem Raum. Hier noch nicht. Den wollen wir möglichst aus dem Weg gehen. So. Das ist nicht einfach nur eine Säule. So, dann geht's zurück. Hatten wir den schon? Ist das der... Nein. Das Kurze werde ich jetzt einfach mal übergehen. Ich erzähle ja sonst zu viel. Das müsste wieder die Kantine sein. Ja, ja, das ist wieder die Kantine. Okay. So. Dann geht das jetzt hier... Oh, da ist die Durchsage. Durchsage für Pilot Driscoll. Shuttle zum Start vorbereitet. Startaufruf folgt in Kürze. Ah, endlich ist es soweit. Ich sollte nicht vergessen, alles mitzunehmen, was ich auf diesem Flug dabei haben möchte, wenn es losgeht. Genau, das machen wir auch. Im Endeffekt gucken wir überall nach Sachen, die wir mitnehmen können. Hier ist nichts. Und das ist der Raum, auf den ich gewartet habe. Dies war der Raum Inspektor Beagles, wo beim Betreten eine Einblendung kommt. So, dann schauen wir doch mal in seinen Waschschrank. Oder seine Spüle. Ah, der Schrank hat auch nichts. Hat er vielleicht was im Klo? Ich mal eben schnell nochmal duschen. La 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 la. La 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 la. So. Und mal hier rein. Da war auch.
nichts. Sehr ordentlich die Bettdecke zusammengelegt. In diesem Schrank sind eine Menge Patronen. Also wissen wir jetzt, wem die Waffe gehört. Gut, kann ich verstehen. Er ist von der Regierung, also hat er eine Waffe mit. Und noch mehr Nahrung in Form von Konzentratriegeln. So, tatsächlich ist es auch so, dass das alles Gewicht hat. Durchsage für Pilot Driscoll. Bitte melden Sie sich zum Start des Erkundungsfluges. Ah, jetzt noch nicht. Ich habe noch nicht das ganze Raumschiff gesehen. Wir warten noch. So. Wir sind relativ schnell durch. Vielleicht... Ich meine, die können ja nicht wissen, was sie machen. Vielleicht sitzen wir ja gerade auf dem Klo. So, okay, ich kürze das mal ein bisschen ab. Hier können wir tatsächlich nicht durch. Da geht es dann eben zu anderen, wieder zu anderen Segmenten, in die wir nicht gehen können. Gehen dürfen. Aber ich will nochmal hier gucken. So. Nochmal in die Schränke reingucken. So. Und wir ignorieren weiter die Durchsage, bis wir irgendwann rausgeschmissen sind. Ja, rausschmeißen können sie uns nicht. Wir sind ja scheinbar der einzige Shuttle-Pilot. Es sind nur 80 Mann an Bord, also sind die von uns ja abhängig. Von daher. Die kommen wir nicht rein. Ich glaube, dann haben wir es eigentlich. Na, hier ist noch was. Also hier sind sogar die Decken unterschiedlich gemacht. Das ist ein nettes Gimmick, ja, dass hier die Betten unterschiedlich gemacht sind und so. Die setzt sich hier mit aufs Klo. Ja, ich habe jetzt nicht alles angeguckt. Ich werde mich jetzt auch tatsächlich... Ich würde einfach mal speichern, falls wir was vergessen haben. Aber ich weiß tatsächlich, dass wir nichts... dass wir im Endeffekt das Einzige, was man vergessen kann, in Anführungsstrichen, oder was man verpassen kann, ist die Knarre.